Ich mache jetzt gerade noch mal ein Video wegen Vodafone. Heute Morgen habe ich ja einen Anruf bekommen und schon ein Video deswegen hochgeladen. Ich habe jetzt noch mal einen Anruf bekommen vom Störungsmanagement. Es ist jetzt angeblich etwas aufgenommen worden. Allerdings das Einzige, was das Störungsmanagement gemacht hat, war mir zu erzählen, dass das Internet einwandfrei funktioniert. Die konnten nur letzte Woche einmal einen Abbruch feststellen. Das war aber letzte Woche. Und seitdem bin ich 24 Stunden seit 4 Tagen oder so online, hat er irgendwie sowas hat er erzählt. Und ich soll jedes Mal unter der Nummer 1202 anrufen, wenn jetzt das Internet wieder weg ist wegen Störung. Es würde nicht am Internet liegen, es würde daran liegen, dass das WLAN falsch konfiguriert sein, obwohl mein PC mit LAN verbunden ist und das auch schon am PC passiert ist und das auch auf der Easybox-Oberfläche dann so dargestellt wird, dass es eben ne, das Internet ist, was einfach nicht erreichbar ist. Also die Verbindung ist nicht da. Ja, ich fühle mich natürlich gerade total verarscht, weil die erzählen jetzt irgendwas von Hardware-Problemen und ich habe die Easybox schon zigmal. Zweimal habe ich die komplett neu aufgesetzt, dann habe ich das WLAN konfiguriert und der hat echt gesagt am Telefon, ich soll das jetzt jedes Mal so machen. Also ich soll das jedes Mal das WLAN wieder neu konfigurieren und neu konfigurieren. Und für mich ist das total umständlich. Warum soll ich ständig, wenn das weg ist, bei denen anrufen und jedes Mal mein WLAN neu konfigurieren? Fragezeichen, 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 geht's so? Das ist unmöglich. Also ich habe da auch gar keine Lust drauf. Welcher normale Mensch hat da Lust drauf, so einen Umstand zu machen? Klar, ich habe gerne 100 Megabit pro Sekunde, aber ich telefoniere nicht gerne. Also von daher, tut mir leid, ey. Also, wenn ihr das mit jedem so macht, dann bin ich halt mal nicht wie jeder. Kann ich nicht ändern. Ich bin so, wie ich bin und ich will das nicht.